So Freunde, eine der häufigen Fragen, welcher Wiederholungszahlbereich wir uns bewegen. Also ich finde, ob das jetzt Massephase ist oder Definitionsphase ist, sollte man die Wiederholungszahl zwischen 8 und 12 tendieren, weil ich der Meinung bin, wenn man nur 6 oder 4 Wiederholungen macht, dann nimmt der Muskel ersten 1-2 Wiederholungen gar nicht wahr und letzte fälscht man ab. Das ist zu wenig, dass man den 100%ige Kontraktion erzielt. Deswegen sage ich, zwischen 8 ist okay, wenn man schwer macht. Und wenn man merkt, okay, ich habe mich mit dem Gewicht verschätzt, es würden 12 auch gehen, dann mache ich eben 12, zähle ich auch zu dem Satz als Arbeitsgewicht ein. Jetzt meine Frage, wenn du sagst, 8 bis 12 ist der optimale Bereich, gibt es dann auch Phasen, wenn du jetzt mal 2-3 Monate lang in diesem Bereich trainiert hast, wo du dann sagst, okay, du gehst jetzt mal weiter runter mit den Wiederholungen oder weiter hoch, um vielleicht mehr Stärke aufzubauen oder mal mehr auf den Pump zu gehen? Gibt es da so Phasen, wie du da das Jahr vielleicht mal periodisierst? Also ich finde vielleicht nicht eine lange Zeit, sondern jeden Tag, jeden Trainingstag mal einen schweren Satz mit einzubauen, wo du vielleicht wirklich auch zwischen 3 und 6 Wiederholungen machst, um überhaupt auch zu sehen, ob du auch Kraftzuwachs gehabt hast. Und ist auch andere Belastung nochmal. Das macht Sinn, aber ich würde jetzt nicht, sagen wir mal, einen Monat mir vornehmen, nur 6 Wiederholungen zu machen. Glaubst du auch, dass das der Hauptgrund ist, warum solche Kraft-Dreikämpfer bei Olympia, die beispielsweise die schweren Sachen machen beim Kreuzheben, Reißen und Stoßen, die sind ja eher immer so im Wiederholungsbereich von so 1 bis 5. Glaubst du, dass das der Grund ist, warum die Jungs eigentlich eher so eine Figur haben im Vergleich zu einem Bodybuilder, der bei 8 bis 12 so trainiert? 100%, ja. Gute Frage. Mhm. Ich meine, wir erwähnen auch letzte Zeit sehr oft Volumentraining. Ja. Wir gehen ja auf Volumen raus. Genau. Wenn wir dich bei der FIBO gut darstellen lassen wollen, dann wird niemand dich fragen, mit wie viel hast du deinen Muskeln trainiert, genau. Mit wie viel Wiederholungszahl und wie schwer, sondern werden das Erkenntnis, Auge wird es sehen, okay, der war voluminös, schöne, gute Qualität und das ist, was zählt. Und das ist meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, es kann andere Wege auch gehen, finde ich zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Natürlich auch, wenn 7 ist, ist okay, oder wenn 13 genau, ist, ja, auch genau, okay, ja. Bitte, ja. Nehmt es nicht so genau, wir haben eine Zahl uns vorgenommen und das sagen wir jetzt gerade. Ja. Und was wir eben auch gemacht haben, was ich halt jetzt bei unserem Training gesehen habe, wir haben öfter mal in den ersten 1-2 Übungen mal eine Übung drin, wo man auch mal wirklich so bei 5-6 Wiederholungen bleibt, so schwer. Genau. Ja, bei so einer drückenden Übung oder mal bei Kniebeugen, ja. Und dann ganz am Schluss vom Training, wenn es dann primär um Pump drauf ankommt, ums Gespür, um voll zu machen, ist man auch mal bei 15 oder so, ja. Da geht es auch mal drüber. Aber der Kern, so 70-80% der Kern sind dann diese 8 bis 12 Reps. Und ich glaube, da könnt ihr auch gut starten, Leute. Und ich denke, da haben wir jetzt das Video nochmal zusammengefasst am Schluss.